Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer da draußen aus dem südlichen Deutschland Freiburg im Breisgau. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet sind zu einem für uns doch sehr wichtigen Thema, nämlich wie kann man das Immunsystem am besten aufrechterhalten bzw. auch fördern, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit und natürlich auch in der Zeit, wo wir besonders vielen Erregern ausgesetzt sind. Mein Name ist Dagmar Maria Gerber. Ich bin von Haus aus eigentlich Biologin, Ernährungswissenschaftlerin und habe vor einigen Jahren auch noch den Humanheilpraktiker, den es, glaube ich, in Österreich so nicht gibt. Zumindest meine ich das noch zusätzlich abgeschlossen und arbeite seit vielen Jahren als Referentin und Ausbilderin im Bereich Ernährung, im Bereich Gesundheitssport, Yoga und Pilates und bin eigentlich schon seit längerem für verschiedene Firmen tätig, unter anderem auch für Evolution und freue mich sehr, heute dieses sehr wichtige Thema hoffentlich verständlich für Sie durchgehen zu können. Fragen dürfen Sie gerne in den Chat stellen und ich versuche das dann nachher mit Ihnen gemeinsam zu beantworten. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn Sie mir ein Feedback geben wollen im Anschluss dieses Referates. Wir werden heute im Grunde die wichtigsten Punkte des Immunsystems durchgehen, welche Mikronährstoffe fürs Immunsystem wichtig sind, aber auch welche Pflanzenstoffe, Adaptogene fürs Immunsystem auch immunmodulierend eingesetzt werden können. Und anschließend gebe ich Ihnen noch ein paar Beispiele, wie Sie zum Beispiel Mikronährstoffe auffüllen können. Und was Sie sonst noch dazu beitragen können, um Ihr Immunsystem gerade jetzt in der kalten Jahreszeit wirklich gut zu unterstützen. Wir haben hier verschiedenste Barrieren des Immunsystems, nämlich insbesondere die biologisch-chemischen Barrieren, aber auch physikalische Barrieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ganz banal unsere Wimpern, unser Augenlid anschauen, dann schützt uns das schon mal vor Zugluft. Gerade bei Bindehautentzündung, die man ja auch gerne jetzt in der kälteren Jahreszeit bekommt, ist hier ganz wichtig, dass auch das Augenlid eben gut geschützt wird, wie zum Beispiel durch, wenn man viel jetzt Fahrrad fährt in der Kälte, dass man das mit, nicht mit einer Sonnenbrille, aber es gibt ja solche Klarsichtbrillen zum Beispiel, schützt, aber auch gegen den Schnee oder auch gegen Graupel und so weiter. Dass man hier schon mal ganz vorne anfängt, genauso wie man auch die Nase, Nasenschleimhaut schützen kann, gerade wenn man jetzt draußen Sport machen möchte, dass man hier auch sich mit einem Tuch bedeckt. Ich sage jetzt nicht bewusst Maske, auf keinen Fall, sondern wirklich mit einem warmen Tuch bedeckt, wenn Sie zum Beispiel draußen Sport treiben wollen, wie zum Beispiel Langlauf oder Joggen und dergleichen. Das ist nämlich tatsächlich in der kalten Jahreszeit wichtig, dass man sich hier ein bisschen schützt, damit die Luft vorerst aufgewärmt werden kann, bevor sie dann in die Lungen kommt. In den Lungen haben wir auch wiederum mechanisch-physikalische Abwehr. Das sind nämlich unsere Flimmerhärchen in den Atemwegen. Das bedeutet auch hier im Umkehrschluss, dass wir gut darauf achten, viel rauszugehen, viel auch frischen Sauerstoff zu atmen, aber auch viel Wasser zu uns nehmen, am besten warmes Wasser, dass wir hier einfach die Lunge schön befeuchtet halten. Denn je befeuchteter die Lunge ist, desto besser kann sie auch immunologisch abwehren. Natürlich haben wir hier auch einen Film, der insbesondere auch dann Pathogene abwehren kann. Das wäre dann eher die biologische Abwehr. Dann haben wir natürlich auch weiterhin unsere Haut an sich, die durch einen Säureschutzmantel, nämlich saurerem pH, auch schon mal hier Pathogene abwehren kann, aber auch durch sogenannte Bakterizide, die durch Bakterien abgegeben werden, wie zum Beispiel das Beta-Defensin. Ähnliches Bakterizid finden wir dann auch im Magen-Darm-Trakt, beziehungsweise im Darm. Und wir haben auch hier dann die chemische Waffe, zum Beispiel die sehr saure Magensäure, genauso wie die säurehaltige oder säureproduzierende Lüderleinbakterien im Vaginaltrakt,
aber auch im Hautbereich. Das heißt, wir haben also verschiedene Barrieren, die alle mit zu unserem Immunsystem gehören. Wir haben auch das gastrointestinale System, also das Gut-Associated Lymphatic Tissue System. Ja, das ist hier mal ganz kurz erwähnt. Ich zeige es gleich noch im nächsten Folienbereich, wo sich das befindet. Und wir haben eben hauptsächlich in den Schleimhäuten, da ist es jetzt des Darmes oder auch der Atemwege, sogenannte angeborene lymphatische Zellen, die eben die Erstattacke durch Pathogene ausüben können, bevor dann später andere Systeme angeschalten werden, die zum Immunsystem zählen. Hier nochmal in einer anderen Übersicht gezeigt, wir haben natürlich im Mund auch noch die Rachenmandeln und die Gaumenmandeln, ja, die im Endeffekt schon die erste Immunabwehr über den Mund bedeuten. Dann haben wir auch entsprechend die ganzen Lymphknoten, die wir ja überall im Körper wiederfinden, die hier die Lymphozytenproliferation vorwärts treiben, das heißt, wenn irgendwann noch Antikörper gebildet werden können. Dann haben wir den Thymus, wo die T-Lymphozyten ausgebildet werden in jungen Jahren. Wir haben die Milz, ja, wo wir die Leukozyten freigesetzt bekommen, wo wir aber auch das Blut wieder filtrieren, um das wieder neu durch den Körper zu pulsieren. Wir haben aber auch das Knochenmark, ja, wo wir hier entsprechend Lymphozyten, aber auch Granulozyten, Monozyten, also alles Abwehrzellen produzieren lassen. Und wir haben zum Beispiel auch hier unseren Blinddarm, den Appendix hier, der auch für die Produktion von Abwehrzellen des Immunsystems wichtig sind. Der wichtigste Bereich aber ist tatsächlich der des Darmes. Das ist wirklich über die Peyersche Plaque der Hauptstandort, sagen wir mal, wo 80-85% unseres Immunsystems eigentlich lokalisiert ist. Und deswegen ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für ein gesundes Immunsystem, die Darmgesundheit tatsächlich aufrechtzuerhalten, beziehungsweise sie auch regelmäßig, ich sage jetzt mal durch zweimal im Jahr, Darmkuren immer wieder neu zu sanieren, weil jeder von uns tatsächlich durch viele Toxine, aber auch durch Stressfaktoren immer wieder einen Einfluss auf die Darmmikrobiota ausübt, ob wir nun wollen oder nicht, das ist tatsächlich so. Das heißt, wir müssen eigentlich ständig darauf achten, dass wir unseren Darm gesund erhalten. Und ich gehe heute also nicht auf den Darm per se ein, da können Sie bitte gerne die Webinare zum Thema Darmgesundheit, Mikrobiom in der Webseite anschauen. Da gehe ich ganz genau drauf ein. Aber ich finde es hier nochmal für die Übersicht sagen, das ist eigentlich unser wichtigster Bereich. Ohne einen gesunden Darm haben wir kein gesundes Immunsystem. Denn zum Beispiel werden hier auch die IgAs gebildet, die sekretorischen, die eben auch als größte, sagen wir mal, größte Oberfläche von zur Außenwelt hin, die Pathogene schon mal im Vorfeld abfangen. Ja, wenn wir uns das Immunsystem anschauen, dann haben wir eine Erstinfektion normalerweise, ob die jetzt oral über die Augen oder zum Beispiel auch über die Ohren. Da haben wir das Zerumen, was als Abwehr, als mechanisch-biologische Abwehr dient, anschauen. Oder ob wir das tatsächlich auch durch, sagen wir mal, wir bekommen einen Stich an die Haut. Alles, was dazu sozusagen führt, dass wir einen Keim in den Körper bekommen, hat einen bestimmten Schwellenwert. Und wenn praktisch dieser Keim, also dieses Antigen an sich, groß genug ist, dann gibt es auch eine Effektorphase nach einer Induktionsphase, sodass praktisch die kurz angesteuerte, angeborene Immunantwort dann übergreift, also die geht normalerweise ein paar Stunden, bis zu einer adaptiven, erworbenen, spezifischen Immunantwort, die eben dann irgendwann auch mal zu einer Gedächtnisphase kommt, wo wir dann T- und B-Lymphozyten haben.
hier nochmal anders dargestellt. Wir haben also zwei Systemtypen, die das Immunsystem primär ausmachen. Das ist unser angeborenes Immunsystem, was vorwiegend eben gegen Fremdkörper und Krankheitserreger schnell wirken kann. Ja, das geht innerhalb von wenigen Stunden, ungefähr 12 Stunden, bis das alles hier über die Phagozyten, Makrophagen, natürliche Killerzellen, Granulozyten, wie anfangs erwähnt, aber auch zum Beispiel über dendritische Zellen, die die direkte Verbindung zu dem, also über die Lymphe, Antigene, über die Lymphe dann Richtung Milz beziehungsweise Lymphknoten bringt, um dann dort praktisch auch eine spezifische erworbene und auch adaptive Immunantwort auslösen zu können, die dann eben über die Plasmazellen bis hin zu Beta-Zellen und die dann irgendwann die umgekehrt die Plasmazellen, also die Beta-Zellen bilden sich zu Plasmazellen, die dann irgendwann Antikörper produzieren, die eben ganz spezifisch auf jeweils ein Antigen wirken können und dann eben noch dann über die T-Zellreihe zu Gedächtniszellen führen, die dann irgendwann später, wenn dann das Antigen nochmal irgendwann in den Körper gelangen sollte, sofort zu einer Immunantwort führt. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die beiden Systeme eigentlich interagieren, aber eben zeitlich verschoben sind. Wir haben hier mindestens 7 Tage, bis wir irgendwann mal Antikörper finden können. Hier haben wir eine sofortige Abwehr. Und wenn der, sagen wir mal, wenn der, der Wirt, beziehungsweise in dem Fall das Pathogen, den Wirt eben nicht stark beeinflusst, dann bleiben wir eigentlich hier in dem Bereich und es wird nicht unbedingt das adaptive Immunsystem angeworfen. Ja, wenn wir uns mal überlegen, was sind eigentlich so die typischen Faktoren, die unser Immunsystem schwächen können, wenn wir jetzt eben mal auf die, sagen wir, mechanische Abwehr reingehen, sprich Haut und Schleimhäute uns anschauen, dann ist es zum einen natürlich der Bewegungsmangel und auch der Sauerstoffmangel. Ja, ich hatte vorhin anfangs erwähnt, wir sollten darauf achten, dass wir gut, sagen wir mal, draußen frische Luft in die Lungen führen können, dass wir viel trinken. All das wirkt sich nämlich auch auf das Immunsystem der Haut und der Schleimhäute aus, aber natürlich auch zum Beispiel Faktoren wie Mangel an Mikronährstoffen. Ja, da kommen wir hier zur einseitigen Nährung, die zum Beispiel hier Biotin, wenn das nicht in der Nährung vorliegt, dann haben wir ja auch schlechte Haut- und Schleimhautbarrieren. Aber auch Dinge wie zum Beispiel alle Arten von Stress. Ja. Stress grundsätzlich, das kann alles sein. Ob das Schlafmangel ist, ob das chronische Erkrankungen sind, ob das die Medikationen, die ich täglich zu mir nehme, sind. All das wirkt sich in letzter Konsequenz auf unser Mikrobiom aus. Verändert das Mikrobiom, verändert die Diversität unseres Mikrobioms und im Umkehrschluss bewirkt das eben dann ganz viele verschiedene, sagen wir mal, chronische Erkrankungen, aber eben auch schwächt es das Immunsystem. Ganz wichtig hier auch in dem Fall der Bewegungsmangel. Ja, wir wissen, dass wir, wenn wir uns zu wenig bewegen, wir auch zu wenig Durchblutung in den Körper bringen, also das wiederum wirkt sich auch auf die Magen-Darm-Durchblutung und damit auch wiederum aufs Mikrobiom aus. Und alles in allem kann man sagen, wenn die Ernährung einseitig und fehl- und übermäßig aus leeren Kohlenhydraten besteht, wirkt sich das wiederum auf unseren Immunstatus aus. Denn wenn Mikronährstoffe fehlen, dann haben wir auf jeden Fall eine herabgesetzte Immunabwehr und wir haben auch eine fehlerhafte Ausbildung der Haut- und Schleimhautveränderung. Also es geht bis zur Tränenflüssigkeit, die sich auch verändert und die dann zum Beispiel auch dazu führen kann, dass man gerade bei trockener Heizungsluft vielleicht verstärkt zu Bindehautreizung oder Bindehautentzündung neigt, ja, da reicht dann auch viel Trinken nicht mehr. Da ist natürlich auch die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit entscheidend. Oder eben auch der Schleimhaut an sich. Natürlich gibt es noch viele andere Auswirkungen, aber das sind jetzt die, um die es heute Abend geht.
Welche Einflussfaktoren haben wir auf unsere immunbiologische Wirkung von Mikronährstoffen? Also sprich, wie wirken Mikronährstoffe, wenn wir jetzt mal an sich den Kunden anschauen? Das heißt, oder den Patienten, wenn er schon erkrankt ist, wie ist überhaupt sein allgemeiner Gesundheitszustand? Ja, wie ist er basal grundversorgt? Wie alt ist er? Weil wir wissen natürlich, dass das Immunsystem mit dem Alter auch nachlässt. Dann, wie häufig lässt er sich körperlich belasten? Oder ist er, also man kann ja auch sagen, körperliche Belastung, wenn jemand zum Beispiel irgendwann durch die Arbeit bedingt den Körper stark belastet, hat er natürlich da auch viel mehr Stress und braucht umso mehr, um den Stress abzubauen, Antioxidantien. Das heißt, hier ist auch ein wichtiger Punkt, wie ist tatsächlich die Person an sich aufgestellt und natürlich auch, welchen Genotyp hat diese Person, dass da schon bereits Mutationen zum Beispiel im Bereich der antioxidativen Abwehr und wird die dann epigenetisch auch noch verstärkt, zum Beispiel durch eine Fehl- und Mangelernährung. Und dann ist es aber auch wichtig, also die Mikronährstoffe wirken natürlich auch entsprechend anders, wenn sie zu niedrig dosiert sind. Es gibt Mikronährstoffe, die brauchen einfach eine gewisse Dosis, damit eine Schwelle erreicht wird, dass sie wirken können. Dann aber auch, wie die Mikronährstoffe aufbereitet sind. Und hier möchte ich einen ganz wichtigen Punkt erwähnen. Viele Nährstoffe haben, die man so kaufen kann übers Internet, häufig Bindemittel, irgendwelche Füll- und Fließmittel oder E-Stoffe mit drin. Insbesondere, was ganz übelst ist, ist das Titanoxid, welches bei uns immer noch erlaubt ist. In Frankreich ist es bereits seit einigen Jahren aus dem Markt rausgenommen worden. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, ob wir Mononährstoffe haben oder ob wir Kombinationsnährstoffe haben, also sprich, ob wir Komplexe haben und ob die eben natürlicher Herkunft sind oder entsprechend künstlich hergestellt sind. Natürlich kann man jetzt nicht alles rein natürlich herstellen. Es gibt viele Dinge, die kann man genauso gut auch künstlich herstellen, müssen aber in einem Komplex angeboten werden, damit sie besser bioverfügbar sind. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn wir Mikronährstoffe, aber genauso gut auch Makronährstoffe wie Aminosäuren zum Beispiel anschauen, dann müssen wir immer schauen, wie sind sie hergestellt und in welcher Form werden sie tatsächlich auch dieser Person dann zugeführt. Für unser Immunsystem gibt es so gewisse Immunklassiker. Ja, da ist insbesondere das Antioxidans Vitamin C zu nennen, auf das ich nachher eingehe, aber auch das zählt heute immer noch zu den Vitaminen, ist aber eigentlich ein Prähormon, das Vitamin D. Ja? Und natürlich auch die A- und B-Vitamine, die ich hier mal zur Vervollständigung aufgeführt habe. Aber auch wichtige Spurenelemente, insbesondere unser Zink. Ja, das ist absolut extremst wichtig. Natürlich auch Magnesium, Selen und aber auch Eisen. Also ganz wichtig, gerade bei Leuten, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, muss man hier insbesondere auf Mikronährstoffversorgung in Form von Supplementen achten. Dann ein ganz wichtiger Bereich sind aber auch unsere Fettsäuren, ja, weil die Fettsäuren wiederum sehr wichtig sind für unser Mikrobiom, aber auch insbesondere eben diese hier, die ich jetzt mal zusammen aufgeführt habe, Omega-3 in Form von Fisch oder Algenöl, aber auch Omega-6 und die anderen Omega-Formen sind auch wichtig für unsere Schleimhäute. Dann sind auch wichtig Polyphenole, Flavonoide, Pflanzensterine, die insbesondere eben auch zur immunologischen Abwehr die Spurenelemente wie Zink, aber auch Vitamin C, zum Beispiel wieder mit Elektronen versorgen, um die wieder praktisch aktiv werden lassen zu können. Ich gehe mal auf das Vitamin C ein, weil es doch tatsächlich eines der stärksten Immunabwehr-Vitamine ist, gerade wenn es jetzt um sogenannte Virusinfektionen geht. Ich gehe da jetzt nicht mehr ein auf das, was ich letztes Jahr schon mal berichtet habe, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Vitamin C gerade hier deswegen grauen untermalt, hochdosiert
wenn wir jetzt tatsächlich einen grippalen Patienten schon im Krankenhaus haben, dass wir hier eine, die Beatmungsdauer stark herabsetzen können und auch die sogenannte Zytokin-Auslösung, die zu einer hyperreaktiven Immunantwort gehört, dass wir die auch herabsetzen können durch Hochdosis Vitamin C-Infusion. Und zwar insbesondere hier sprechen wir wirklich von 18 bis 20 Gramm. Da gehe ich jetzt aber eben nicht länger drauf ein, weil das hatte ich letztes Jahr schon berichtet zum aktuellen Thema. Ich möchte heute mich wirklich ganz besonders einfach auf die Förderung unseres Immunsystems beschränken. Wir wissen, dass Vitamin C aber auch die wichtigen Immunzellen tatsächlich fördert, dass sie sich vermehren und damit eben Infektionsresistenz erhöht wird, dass die Makrophagen und Granulozyten sich verstärken und beziehungsweise vermehren und damit mehr auch die angeborene Immunantwort unterstützen, eben ganz am Anfang eines Infektes und damit aber auch alle Zellen vor freien Radikalen schützt, ja, weil Vitamin C ist ja ein Antioxidant und immer wenn es um eine Abwehr geht, entstehen immer sehr viele freie Radikale, die zum einen natürlich genutzt werden können zur Abwehr von Pathogenen, wenn es aber davon zu viel wird, kann es natürlich auch die Zellmembran bis zur DNA, bis zu den Mitochondrien stören oder beziehungsweise sogar zerstören. Und deswegen ist auch wichtig, dass das Vitamin C hier als Antioxidativ in dem Fall wirkt. Immer in Verbindung auch gerne mit Vitamin E, welches das Vitamin C die Elektronen zurückbringt. Wir wissen aber auch aus Meta-Analysen, zum Beispiel hier eine von vor 3 Jahren, über 9 randomisierte klinische Studien, dass wir in der Präventivsituation, indem man hier tatsächlich zwischen 500 Milligramm pro Woche und 3000 Milligramm pro Tag Vitamin C verabreicht hat, eine sehr besondere Kombination aus präventiver und therapeutischer Vitamin C-Supplementierung hat eben die Dauer von Erkältungsinfektionen herabsetzt. Es steht hier zwar nur um einen halben Tag, aber ich sage jetzt mal, in der Industrie zählt auch ein halber Tag. Oder für uns natürlich, wenn wir da niederliegen mit einer Grippe, zählt auch hier ein halber Tag doch um einiges mehr. Wir wissen aber auch, dass Vitamin C Erkältungssymptome an sich vermindert, ja, die da sind, wie zum Beispiel starke Brustschmerzen, wie da sind Fieber oder Schüttelfrost. Auch das in der gleichen Studie ist das hier aufgeklärt, dass es eben hier die Anzahl der Tage mit diesen Symptomen herabsetzen kann. Und natürlich ist ganz wichtig, dass Menschen, die einen erhöhten Stress ausgesetzt sind, ob das jetzt der physische Stress durch zum Beispiel erhöhten Sport oder auch der psychische Stress, ich sage jetzt mal banal, durch zu viel Arbeit oder auch durch Mobbing am Arbeitsplatz. Stress ist Stress, bedeutet immer auch freie Radikalentwicklung und hier wirkt Vitamin C wieder prophylaktisch immer in Kombination mit anderen Elektronendonatoren, wie zum Beispiel Vitamin E oder zum Beispiel auch das Selen. Das komme ich aber nachher noch. Und hier habe ich Ihnen mal ein paar Studien zusammengestellt oder beziehungsweise einfach so ein Abriss von verschiedenen Studien, die sich alle zum Thema Vitamin C und den Effekt von Vitamin C auseinandergesetzt haben. Wir haben hier einmal wie wird es verabreicht, in welcher Dosis, wie häufig, ja, und hier, was haben wir tatsächlich als Evidenz. Und wenn ich hier einfach nur mal zum Beispiel Herpes simplex keratitis anschaue, wird das durch eine banale Gabe von, beziehungsweise banal kann man es nicht sagen, es ist ja pro Kilogramm Körpergewicht, also eine hohe Gabe, aber sehr früh schon gegeben, kann man hier tatsächlich die Wiederholung von oder Wiederauftreten von Herpes simplex herabsetzen, genauso wie zum Beispiel, dass man normale Erkältungserkrankungen herabsetzen kann. Oder auch zum Beispiel bei Leuten, die starken Stress ausgesetzt sind, wo man 200 Milligramm am Tag gegeben hat, was eigentlich nicht so viel ist,
hat man hier zumindest schon mal das Auftreten von einer Erkältungskrankheit bis zu 50% reduzieren können. Ja, und so geht es eigentlich durch die Literatur hindurch. Vitamin C ist klar, wirkt. Also am besten natürlich dann, wenn man Vitamin C in kleinen Dosen verabreicht, ja, weil der Körper tatsächlich gesättigt ist für ein paar Stunden, wenn er zum Beispiel 150 bis 250 Milligramm schon aufgenommen hat. Natürlich immer abhängig von der Größe und Gesundheitszustand des Menschen. Aber wenn er eben kleinere Dosen am Tag nimmt und über den Tag eben verteilen kann und am besten in gepufferter Form, so wie wir das hier vorliegen haben, dann wird es am besten aufgenommen. Und wie Sie sehen, ich habe jetzt hier mal die EFSA mit nur 80 Milligramm am Tag bis zu Dr. Thomas Lager, der bis zu 6 Gramm am Tag als sinnvolle Dosierungsempfehlung vorgibt. Einfach mal aufgelistet. Vitamin C ist wasserlöslich. Man kann es theoretisch bis zum Durchfall dosieren und nicht überdosieren. Und wichtig aber ist, dass bei Stress und ein Infekt ist immer auch Stress für den Körper, der Tagesbedarf eben tatsächlich stark erhöht ist. Und da können wir wirklich in die Gramm, in den Grammbereich gehen. Jetzt gehen wir zum Vitamin D. Vitamin D ist ja jetzt gerade im Rahmen von Corona sehr stark nochmal in den Vordergrund gekommen. Wir wissen, dass Vitamin D wundervoll arbeitet bei Infektionserkrankungen. Ja, und jetzt gerade im Winter ist es umso wichtiger, dass man es absolut supplementiert, weil wir werden es nicht durch die Nahrung auffüllen können. Ich habe hier eben mal gezeigt, wo es überall wirkt. Es wirkt eben bei den Granulozyten, den Makrophagen, die ja wichtig sind, um die Pathogene aufzufressen, die dendritischen Zellen, die ja wichtig sind, um über die Lymphe dann das erworbene Immunsystem sozusagen stimulieren zu können, aber auch hier direkt im spezifischen Immunabwehr eben die T- und B-Lymphozyten positiv beeinflusst. Und Vitamin D ist etwas, was man tatsächlich grundsätzlich immer nehmen sollte. Also wir sind jetzt zwar im Winter angekommen, aber auch im Sommer haben die meisten von uns, weil wir doch meistens drinnen arbeiten, wir uns meistens drinnen aufhalten, einen Vitamin D-Mangel auf jeden Fall. Weil wir wissen, auch dass gerade die älteren Leute ja sowieso seltener meistens rausgehen und dann haben sie noch zusätzlich biologisch betrachtet eine Abnahme der Eigensynthese. Bei Vitamin D wird ja durch die UV-Strahlung induziert, die Entstehung im Körper an sich. Und wir haben eigentlich wirklich einen starken Mangel, insbesondere jetzt gerade in den beiden Ländern, Deutschland, Schweiz und in Österreich ist es mit Sicherheit ganz ähnlich. Der wichtigste, sage ich jetzt mal, oder der renommierteste Wissenschaftler auf dem Sektor, Hollick, beschreibt im Jahr 2017, dass weltweit 1 Milliarde an Vitamin D-Mangel leiden. Das ist mit Sicherheit ist noch viel höher, insbesondere auch durch diese vielen Migrationen aus südlicheren Ländern. Die Leute, die hier zu uns kommen, sind meistens dann entweder verhüllt und können kein Vitamin D synthetisieren oder sie haben durch ihre dunklere Hautfarbe noch viel schwerer ist in unseren Breitengraden durch die UV-Einstrahlung überhaupt Vitamin D produzieren zu können. Das muss man immer auch mit berücksichtigen bei der Dosisangabe. Wir wissen also, dass Vitamin D das Erkrankungsrisiko tatsächlich reduziert, ja, um bis zu 90% bei gerade mal einer Gabe von 50 Mikrogramm pro Tag. Da haben wir hier eine Studie, die grippale Infekte der Atemwege angeschaut hat, bei 208 Teilnehmern über 36 Monate. Und man kann hier eindeutig sagen, dass gerade zum Beispiel also sogar geringe Mengen von 20 Mikrogramm pro Tag schon die Inzidenz stark herabsetzen konnten.
Ja. Gerade bei Atemwegserkrankungen kann Vitamin D auch die Mortalitäts- und Infektionsrate des Respirationstraktes und insbesondere auch die Verschlimmerung von Asthma herabsetzen. Dann wie auch eine neue Studie, die es hier sehr schön gezeigt hat. Wichtigster Punkt hier ist tatsächlich bei, sagen wir mal, 80 Nanomol pro Liter reaktivierte Form von Vitamin D3 wirkt hier einfach am besten. Wir wissen, dass es antiviral, antibakteriell wirkt, dahingehend, dass es die Produktion der, wie ich Ihnen anfangs gezeigt habe, antimikrobieller Proteine, der Defensine und auch der Kallikseline also fördert und damit zum Beispiel eine Infektion mit Influenza Typ A-Virus oder Tuberkelbakterien. Wir wissen aber auch, dass in Kombination mit Vitamin A es noch besser wirkt auf Influenza-Wirkung, auf Influenza-Impfung. Aber ich möchte heute nicht auf Impfungen eingehen, deswegen fragen sich viele heute nicht dazu. Darüber wird jetzt schon genügend gesprochen, aber ich will einfach nur sagen, dass in Kombination mit Vitamin A, aber auch mit Vitamin E, Vitamin D noch wirksamer wirkt. Ja, und es kann absolut hier, da steht es nochmal, als prophylaktisches und therapeutisches Mittel bei Corona eingesetzt werden. Und da gibt es jetzt zahlreiche Studien und so anderen von Gröber und Co. Und ich kann nur empfehlen, es tatsächlich täglich einzunehmen. Auch bei Kindern haben wir gesehen, eine signifikante präventive Effekt bei Influenza Typ A. Ja. Und wenn wir jetzt mal uns die Zahlen anschauen, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt, das habe ich jetzt hier mal blau eingekästelt, ja, was es als ausreichende Versorgung in Bezug auf die Knochengesundheit ohne weiteren Zusatznutzen für die Gesundheit anbelangt. Ja, dann sind wir hier bei 30. Während wenn wir das jetzt nochmal, das muss man natürlich umrechnen, da gibt es auch eine Umrechnungstabelle im Internet, können Sie das nachschauen. Ich gehe jetzt mal hier auf die internationalen Einheiten, weil so wird es meistens angegeben. Dann sehen wir eigentlich, das macht Sinn, es immer auf Kilogramm Körpergewicht und Kilogramm auch Körpergewicht inklusive Fettgewicht, weil je dicker jemand ist und je mehr Fett er hat, desto mehr braucht er natürlich auch. Sagt Dr. Gröber auf jeden Fall 40 bis 60 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Am besten immer in Kombination mit eben besagtem Retinol oder Vitamin A. Das wiederum auch 30 bis 50 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht gegeben werden soll. Dann wird es einfach so viel besser. Und hier ist es egal, ob wir Jugendliche, Senioren oder Erwachsene haben, es ist tatsächlich so, es geht auf das Kilogramm Körpergewicht bezogen. Und wichtig hierzu ist, dass wir es immer am besten zu einer Hauptmahlzeit einnehmen, wo wir viel Fett dazu haben, damit es noch besser aufgenommen wird. Und am besten tatsächlich in einem ölhaltigen Verabreichungsmodus. In Form von Öl ist es immer am besten. Sie können das auch eben miteinander nehmen, Vitamin A und Vitamin D. Es gibt natürlich auch Produkte, die haben schon alles mit drinnen. Die haben auch das Vitamin K mit drinnen, was natürlich auch sinnvoll ist, das zu nutzen, wenn es schon mal in dem Angebot gibt, weil es gibt genetisch bedingt auch viele Leute unter uns, die das Vitamin K und solches nicht selber aufnehmen können bzw. produzieren können. Und deswegen ist es gut, dass man das supplementiert. Hier habe ich Ihnen mal aufgeschrieben, was man so im Sommer, Frühjahr, Herbst so einnehmen kann oder was. Man sollte es immer vorher natürlich messen. Ist ganz wichtig, dass man es wirklich misst, weil es ist eben kein Vitamin, sondern es ist wirklich ein Prähormon. Und es wirkt ähnlich wie unser Schilddrüsenhormon und es steuert wirklich unfassbar viele Gene im Körper. Und deswegen sollte man eigentlich immer erstmal den Spiegel messen, bevor man es dann wirklich auch hochdosiert womöglich auffüllt. Aber so im Schnitt kann man sagen, wir haben im Winter einen erhöhten Bedarf
Und der ist eigentlich doppelt so hoch. Und wir können auch noch grundsätzlich sagen, in der Kombination mit A, E und K wird es noch besser aufgenommen. Bitte täglich, nicht wie oft gesagt wird und auch wie oft auf der Packung steht, einmal die Woche. Ja, wenn Sie zum Beispiel 20.000 Einheiten nehmen oder so ein Produkt nehmen, wo da 20.000 Einheiten draufstehen, dann steht da meistens einmal pro Woche oder einmal pro alle 2 Wochen. Nein, Sie können bis zu 30.000, manche sagen auch bis zu 40.000, aber ich würde mal sagen zwischen 20.000 und 30.000 internationale Einheiten. Täglich machen Sie nichts falsch, machen Sie auch nichts kaputt. Manchmal braucht man viel höher, je nachdem, welche Grunderkrankung vorliegt. Aber auch das ist ein anderes Themengebiet, wo ich nicht heute auch drauf eingehen möchte. Dann haben wir das Mineralzink, welches extremst wichtig ist für beide, sagen wir mal, angeboren und spezifisch erworbenes Immunsystem. Und wir wissen auch, dass Zink antiviral wirkt und dass es auch wichtig ist für die Mucosa-Integrität unserer Darmmucosa. Wir wissen, dass es wichtig ist bei der Reifung von den T-Lymphozyten in unserem Thymus. Wir wissen aber auch, dass es direkt lokale Wirkung auf unsere zum Beispiel Mundschleimhaut hat. Deswegen kann man auch diese Zinktabletten nehmen, die man lutscht, also so Lutschtabletten, wenn man merkt, man hat so Halskratzen im Mund, dass man das wirklich am besten stündlich erstmal sich die Zink-Lutschtabletten besorgt und tatsächlich schon direkt oral, lokal auf die Pathogene dadurch einwirken kann. Wir wissen aber auch, dass dass Zink im Grunde immer als Kofaktor zur Proliferation der BNT-Lymphozyten genutzt wird. Das heißt, deswegen wirkt Zink sowohl auf das angeborene als auch auf das erworbene Immunsystem. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eigentlich grundsätzlich eingenommen wird, es sei denn, man hat genügend Zink durch die Nahrung. Aber ich spreche hier auch nochmal gerne Menschen an, die sehr, sehr wenig Innereien essen. Die werden mit Sicherheit auch einen Zinkmangel haben. Oder an sich tierische Produkte nicht essen. Also sprich, die Vegetarier und Veganer haben hier gerne mal eine Unterversorgung an Zink. Was ist wichtig bei der Zinkaufnahme? Und da spreche ich jetzt auch nochmal genau die Vegetarier und Veganer an, aber auch alle anderen. Es hängt nämlich immer davon ab, wie viel Phytinsäure tatsächlich ich mit meinen Nahrungsmitteln aufnehme. Denn Phytinsäure, und aber auch Ballaststoffe an sich in Lebensmitteln, gerade aus Pflanzen, die komplexieren unser Zink, unser zweiwertiges Zink, sodass es quasi wieder mit dem Körper ausgeschieden wird. Das Gleiche macht das Alpha-Casein aus Milchprodukten, also aus Kuhmilchprodukten. Und genauso gibt es hier eine kompetitive Hemmung der Zinkaufnahme zwischen anderen zweiwertigen Mineralien, wie zum Beispiel, wenn das Eisen zweiwertig vorliegt, aber auch das Kupfer und das Calcium. Wir wissen aber auch, dass Alkohol, Koffein, Thein die Aufnahme von Zink inhibiert, aber auch Medikamente, also gerade ACE-Hämmer zum Beispiel oder Corticoide. Oder auch verschiedene Stoffwechselerkrankungen, die Aufnahme von Zink hemmen können oder beeinträchtigen können. Was die Zinkaufnahme aber befördert, ist die Einnahme von tierischen Proteinen, wo viel der Aminosäuren Histidin, Cystein, Methionin beinhaltet sind und die Kombination von Zink mit organischen Säuren wie zum Beispiel Zitronensäure, weil Zinkcitrat tatsächlich als organische Verbindung gut aufgenommen wird. Wenn wir jetzt mal hier auf die Zinkdosierungsempfehlung schauen, dann ist es auch hier wiederum wichtig zu wissen, was will ich eigentlich. Wenn ich zum Beispiel angeborene Kupfer- und Eisenverwertungsstörung habe, muss ich da erstmal wirklich darauf achten, dass ich
dass ich nicht so hoch dosiere. Muss man also im Vorfeld auch wirklich mal Mineralstoffanalyse im Vollblut machen. Denn dann kann sich da nämlich eine Störung noch verstärken. Genauso wie wenn wir Fettstoffwechselprobleme haben, dann müssen wir auch hier schauen, dass wir erstmal vorab schauen, welchen Zinkkomplex wir eigentlich geben wollen. Weil es ist wichtig, wie dieses Zink zu uns genommen wird, ob das eben mit Aminosäuren oder mit Säuren an sich zu uns genommen wird oder ob wir das als anorganisches Zink zu uns nehmen. Grundsätzlich ist es so, organisch gebundenes Zink, also hier in dieser Form, ist zwar besser bioverfügbar, also wird besser aufgenommen, aber es gibt da keinen wirklichen Transporter im Körper. Also der Körper kann es nicht regulieren. Und wenn wir da mehr als genug aufnehmen, dann kann es passieren, dass sich das in Eiweißen, in Proteinen, also zum Beispiel im Muskel, speichert und dann gar nicht zur Verfügung steht. Das heißt, hier ist es immer wichtig, erstmal zu schauen, wie hoch ist mein Zinkmangel? Oder habe ich überhaupt einen Zinkmangel? Muss ich den jetzt schnell hochdosieren? Dann würde ich das auch grundsätzlich erstmal prüfen. Und ich würde hier zum Beispiel das dann in Form von anorganischem Zink, zum Beispiel Zinkselenit oder Selenat geben, weil hier hat der Körper eine Regulation und da kann sich dann also nichts anhäufen in Eiweißen. Und steht also dem Körper tatsächlich dann fürs Immunsystem zur Verfügung. Aber Limit Intake wird gesagt, ist 25 Milligramm am Tag. Wenn wir mal jetzt eine starke Infektion im Anflug haben, dann kann man tatsächlich mal bis zu 25 Milligramm am Tag geben, in den ersten 24 Stunden über mehrere Tage durchaus. 5 bis maximal 7 Tage, dann sollte man es wieder runter reduzieren. Also gerade wenn man für paar Infekte hat, dann kann man wirklich schon mal hochgehen. Da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, das dreimal am Tag 25 Milligramm zu geben. Hier habe ich ihn auch nochmal laut Gröber aufgegliedert für Kinder oder Senioren und Jugendliche. Da geht es auch wieder nach Kilogramm Körpergewicht. Und man kann so im Grunde sagen, 75 Milligramm bei starken akuten Fällen ist durchaus in Ordnung, sollte man auch tun. Und hier nochmal der Hinweis, man kann es eben auch als Lutschtablette geben, wenn man zum Beispiel hier als Kratzen schon spürt und merkt, hier ist was im Anmarsch. Aber eben bei Zink muss man aufpassen, weil es kann eben auch zum erhöhten Risiko für Anämien führen oder eben auch hier, wie ich gesagt habe, sogar bei Hochdosiseinnahme zu Geschmacksempfindungsstörungen kommen. Es gibt Produkte, die Selen und Zink kombinieren. Da ist es eben so, dass es verschiedene Transporter gibt und dann ist es auch machbar. Es hängt also wieder immer davon ab, welches Zink und welches Selen man gibt. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt dieses hier haben, sollte man das eher am Abend nehmen, wo man praktisch dann ins Bett geht und wo man eigentlich keine Nahrungsmittel mehr zu sich nimmt. Also sprich, auf nüchtern Magen nimmt. Und dann kann es auch nicht wechselwirken mit anderen Mineralien oder eben mit, wie ich vorhin sagte, mit Thein oder Koffein und so weiter. Selen ist natürlich ein ganz wichtiger Elektronendonator, ist auch ein Antioxidant, was wiederum Vitamin C befüllt mit Elektronen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es immer auch überprüft wird in Vollblutanalysen. Es regt nämlich die Antikörperbildung an, die wichtig ist, also für die spezifische Immunabwehr dann nach. Also wenn die Angeborene praktisch angestartet ist und wir dann irgendwann auf die spezifische Plasmazellenbildung und Antikörperbildung übergehen müssen, dann regt es hier gut an. Und überhaupt, es wirkt wiederum auf die Viren. Ja, und zwar, je weniger Selen wir haben, desto pathogener ist tatsächlich so ein Virus. Und das weiß man auch wieder im Zusammenhang gerade mit Corona. Auch hier haben wir einen starken Selenmangel. Also gerade hier in Europa haben wir sowieso einen starken Selenmangel, einfach geografisch bedingt, geologisch bedingt, aber auch
dadurch bedingt, dass unsere Böden einfach auch durch die Kulturlandschaften noch mehr an Selen verloren haben und wir sowieso schon sehr wenig Selen in den Böden haben im Verhältnis zum Beispiel zu Amerika, Kanada und so weiter. Hat eben geografische, geologische Hintergründe. Ja, auch hier ist es wichtig, dass der Körper im Grunde Selen zu einer Mahlzeit einnehmen kann, beziehungsweise am besten eben auch abends einzunehmen ist, weil es dann besser verträglich ist. Es gibt nämlich tatsächlich Menschen, deren Magen sehr sensibel auf Selen wirkt. Also man kann tatsächlich Übelkeit bekommen, vielleicht auch ein bisschen kurz, sagen wir mal, Schwindelanfall oder Schwächeanfall. Dann würde ich es wirklich eher zur Mahlzeit geben. Und es ist, wie ich vorhin schon eben gesagt habe, wichtig, in welcher Form man das gibt. Ja. Jetzt habe ich hier mal laut Dr. Gröber zusammengestellt, was man so als wichtige Dosierung der wichtigsten Mikronährstoffe geben kann. Da gehe ich jetzt eigentlich nicht groß drauf ein. Bis auf dass ich hier mal vielleicht noch das Magnesium erwähnen möchte, weil das Magnesium auch wiederum sehr, sagen wir mal, häufig verbreitet im Mangel vorkommt. Und wir wissen, dass Magnesium wichtig ist für die Fähigkeit, dass das Vitamin D3 wirken kann. Magnesium ist auch wichtig für die Atmungskette, also auch für die Energiegewinnung. Das heißt, ohne Magnesium können wir kein ATP bilden. Ja, das ist häufig eben unterversorgt, darauf sollte man auch achten. Dann habe ich gesagt, neben den Mikronährstoffen gibt es ja auch Phytonährstoffe, die sich auf das Immunsystem positiv auswirken, weil sie es stimulieren und weil sie insbesondere das unspezifische, also das angeborene Immunsystem fördern über Erhöhung der natürlichen Killerzellen. Proliferation der Makrophagen und so weiter. Aber sie haben auch direkte antibakterielle, wie zum Beispiel hier Grapefruitkernextrakt und antivirale Wirkung. Und wir haben hier von Evolution sehr viele schöne Präparate, die wir durchaus unterstützend bei einem viralen oder auch bakteriellen Infekt einsetzen können. Das sind diese hier zum Beispiel, die ich hier aufgeführt habe. Ja, Grapefruit-Kernextrakt ist ja schon sehr, sehr lange beschrieben, dass es sehr effektiv ist gegenüber einer unfassbar hohen Zahl von Bakterien, Pilzen und Viren, ohne dass wir jetzt wie beim synthetisch hergestellten Antibiotikum eine Resistenzbildung haben. Die haben wir eben hier nicht. Also es ist ein super, sage jetzt mal, natürliches Antibiotikum. Es ist auch außerdem ein sehr starkes Antioxidant, ja, insbesondere weil wir hier einen sehr hohen Bioflavonoidanteil in Form von OPCs haben. Und diese OPCs bewirken eben auch, dass die Vitamin C-Wirkung, die auch hier, also wir haben hier auch Vitamin C drin, nochmal um ein 10-faches bis 20-faches gesteigert werden kann. Es ist auch sehr wirksam bei Lippenherpes, ja, und hier am besten immer auch in Kombination mit der Aminosäure L-Lysin geben, die auch sehr, sehr wirksam ist gegen Herpes an sich, aber auch insbesondere Lippenherpes oder zum Beispiel auch, wenn es gerne dann nach einer Erkrankung auch noch zu einer Gürtelrose kommt, weil der Körper einfach so geschwächt ist. Kann man das hier zusätzlich mit einnehmen? Das wirkt präventiv und natürlich auch therapeutisch sehr gut. Das hat übrigens, haben wir auch bei Evolution, das L-Lysin. Und habe ich jetzt aber hier nicht dargestellt, aber das können Sie mir auch in Kombination geben oder eben mit einem guten Proteinextrakt in Form von Pulver zum Beispiel. Weil Sie müssen immer auch wissen, wenn das Immunsystem unter Stress ist, also wenn viele Zellen sich bilden wollen und sollen, also Immunzellen, dann haben wir natürlich auch eine stark angeregte Teilungsrate und wir brauchen natürlich auch viel Aminosäuren dafür. Das heißt, wir haben einen bis zu 30% erhöhten Bedarf an Aminosäuren, also sprich den Grundbaustein unserer Proteine. Und deswegen ist es wichtig, auch hier auf eine gute Proteinzufuhr zu achten. Da gehe ich aber auch nicht drauf ein, weil das ist auch wieder ein eigenes Thema für sich. Ich weiß aber, dass wir auch bei Evolution hier ein gutes
Proteinpräparat haben, wo alle wichtigen Proteine oder beziehungsweise Aminosäuren mit beinhaltet sind. Ich habe gesagt, die Fütterstoffe wirken sich sehr positiv auf die angeborene Immunantwort aus, indem sie zum Beispiel die Zytokinproduktion, die wiederum wichtig ist für die Zell-Zell-Kommunikation, insbesondere in der Form Gamma, erhöhen. Man kann aber das auch präventiv nehmen, ja, insbesondere wenn man sowieso schon, wenn man mal eine chronische Erkrankung hat und damit auch ein herabgesetztes Immunsystem, dann kann man das durchaus präventiv, aber auch therapeutisch einsetzen. Wir wissen nämlich, dass Astraganis auch die B-Lymphozyten und die Makrophagen aktiviert. Ja, und dann haben wir ein wunderbares Produkt aus der Natur, das ist das vor allem in Indien ansässiges Neem, das ist ein Neembaum. Man kann so auch regelmäßig die Blätter essen, wenn man vor Ort ist, ja. Oder man kann es eben als Pulver nehmen, weil das wirkt wirklich sehr stark antiviral und antibakteriell, aber auch gegen Pilze. Und wir haben die Kettklau, was auch sehr stark antioxidativ wirkt. Und dementsprechend ist das alles hier wunderbar in der Kombination zu finden, dass Sie als Kapseln gut zur Immunabwehr mit einnehmen können. Um dann aber auch innerlich, sagen wir mal, die Abwehr und die Abgrenzung zu fördern, gibt es auch ein sehr schönes Kardinalkomplex-Angebot, das verschiedenste Inhaltsstoffe zusammen gegen Parasiten, Bakterien, aber auch Pilze und Viren in der Kombination vorgibt. Und wir haben das hier eben sehr sinnvollerweise als Paarkomplex 3, dass Sie täglich zu sich nehmen können, wenn wir ins Wasser träufeln können, insbesondere wenn Sie häufiger mal zu Erkältungskrankungen neigen, aber auch bei grippalen und sonstigen Infekten, aber auch bei chronischen Infekten. Denn es aktiviert und fördert unsere Selbstheilungskräfte und es grenzt uns innerlich praktisch nach außen hin ab. Ja. Man kann es aber auch tatsächlich äußerlich anwenden, zum Beispiel hier, wenn man einen Thymuswickel macht, um den Restbedarf vom Thymus noch ein bisschen zu unterstützen. Und dann gibt es aber auch das Ashwagandha, was man aus der Schlafbereich eigentlich kennt. Ja. Es wirkt tatsächlich auch auf die angeborene Immunabwehr, indem es die Makrophagen, also unsere Fresszellen, erhöht und vor allen Dingen auch die der Phagozyten erhöht, aber auch die Aktivierung der natürlichen Killerzellen, die auch wichtig bei der angeborenen Immunabwehr sind. Und natürlich wirkt es, weil es ist ein Adaptogen, das heißt, es senkt einen gewissen Stresszustand herab und gleichzeitig stärkt es aber das Immunsystem und auch das Energiesystem des Körpers. Und da haben wir quasi hier ein wunderbares Adaptogen, was sowohl äußerlich den Stress, sagen wir mal, moduliert und die Immunabwehr aktiviert. Wir haben hier tatsächlich gerade auch eine Aktion zum Thema Immunabwehr, die wir tatsächlich über 3 Monate durchaus machen können, weil jetzt von, sagen wir mal, November bis Januar, Februar, das ist sogar noch länger als 3 Monate, durch die kalte Jahreszeit und durch den geringen Einfallswinkel der Sonne sollten wir auf jeden Fall was tun. Und hier sind die ganzen Supplemente nochmal in Kombination. Als Intensivkur oder wer es nur für einen kurzen Moment machen möchte, gibt es auch hier die Immunkur als Dreier-Set. Ja, und für wen sind diese Kuren geeignet? Es ist im Grunde immer als Kur zu betrachten oder eben auch als zusätzliche Supplementation täglich. Das muss man nicht als Kur sehen, man kann es als Kur sehen, aber man sollte es auch grundsätzlich immer überprüfen, habe ich genügend von diesen Inhaltsstoffen, wie Zink, Selen, Vitamin D, Vitamin C, A, E und so weiter. Aber insbesondere, wenn wir jetzt mal auf die Vegetarier achten und auf die Veganer achten oder auch Menschen, die sich einfach einseitig ernähren, weil sie nur Junkfood essen, für diese super geeignet, aber auch für alle Leute, die über 50 sind, aber auch Jugendliche mit schlechter Abwehrlage, wenn man viel Stress hat, ob das jetzt psychischer oder physischer Art ist, wenn man viel Toxine zu sich nimmt, wenn man Drogen zu sich nimmt oder wenn man auch ständig Medikamente einnehmen muss,
aufgrund von verschiedenen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Atem-Lungenwegserkrankungen oder auch Krebserkrankungen, dann macht es absolut Sinn, das hier zu unterstützen. Und wenn wir jetzt im Akutfall was tun wollen, weil wir schon mal mit Husten und entzündeten Schleimhäuten beginnen und mit einer Heiserkeit, dann hilft zum Beispiel ganz stark Willer Thymian und Eibisch, aber auch Fenchel. Und das Ganze unterstützen wieder mit dem adaptogenen Süßholz. Und das finden wir hier ganz wunderbar in diesem Quendelkräutersaft, den Sie quasi per Teelöffel zu sich nehmen können, so wie auf der Packung beschrieben steht. Wenn Sie jetzt tatsächlich einen starken grippalen Infekt haben und auch eine Grippe haben, dann zusätzlich können Sie zu all dem, was wir jetzt durchgegangen sind, auf jeden Fall auch Kolostrum geben, ja, also die Erstmilch, weil hier sind ganz viele Antikörper bereits, verschiedenster Art, schon vor Ort. Das heißt, der Körper braucht nicht erst mal 7 Tage sozusagen die Antikörper zu bilden, sondern die sind direkt schon da. Ja, und dann um den die Verdauungsorgane und die Entgiftungsorgane wie Leber, die ja den ganzen Müll auch entgiften muss, zu unterstützen, geben wir Bitterstoffe in heißem Wasser aufgelöst, ja, oder einfach auch auf die Zunge und einschleimen, am besten 2-mal täglich, morgens und abends. Sie können natürlich auch die Niere unterstützen. Sie können die durch viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja. Und wir haben hier auch viele verschiedene Tees, die Leber, den Darm, den Magen, die Niere unterstützen, auch die Milz unterstützen. Schauen Sie gerne einfach mal auf der Webseite nach. Die können Sie natürlich täglich auch, so wie draufsteht, einnehmen, um auch die Entgiftung zu fördern. Wenn wir starke Grippe aber haben, sollten wir wirklich auch sofort mit Vitamin C-Infusionen, am besten in Kombination mit Lysin, zum Beispiel 7 bis 7,5 Gramm Vitamin C und 2 Gramm Lysin zu sich nehmen, ruhig über mehrere Tage, bis es Ihnen besser geht. Und Sie können inhalieren, indem Sie Minzöl in heißes Wasser tropfen, aber nicht zu viel bitte. Und erstmal prüfen, ob sie das vertragen, weil manche Leute reagieren auch vielleicht zu stark auf Minzöl. Dann können sie zum Beispiel auch Eukalyptusöl nehmen oder Latschenkieferöl oder Kamillenöl oder auch Kamillenteebeutel, wenn es schon sehr gereizt ist, und das einfach ein paar Mal am Tag inhalieren und ganz vorsichtig den Nasenschleim abtropfen lassen. Am besten nicht schneuzen, weil sonst geht es hoch in die Stirnhöhle und dann haben wir eine Sinusitis und das wollen wir nicht. Zur Vorbeugung können Sie auf jeden Fall etwas aus der Natur nehmen, was unsere lieben Bienen herstellen. Und da haben wir hier einen wunderbaren Komplex, der hat Propolis, das ist so der Kitzharz, den die Bienen verwenden, um ihre Waben abzudichten, damit eben keine Pathogenen einbringen können, aber auch die Gelée Royale, ja, das ist eine wunderbare Kombination, mit der man eigentlich die Bienenmutter, die Bienenkönigin füttert, kombiniert mit bestimmten Antioxidantien bzw. Bioflavonoiden. Kurkuma übrigens ist auch sehr, sehr wertvoll, wenn Sie auch frisch essen, aber natürlich auch Knoblauch können Sie frisch essen, jeden Tag eine Zwiebel vor allen Dingen jeden Tag frisch essen, die hat auch viel Quercetin drin, was sehr wirksam ist, gerade zur Immunabwehr. Oder eben Sie nehmen es mit zur Arbeit als Kapselform. Dann habe ich Ihnen hier nochmal kurz zusammengestellt, was hat tatsächlich die Lebensmittel zum Thema Immunabwehr zu bieten. Ja, das ist im Grunde eine Vollwertkost. Sie sehen aber ja auch, dass eben viele Tierprodukte mit dabei sind. Und wenn Sie eben Veganer, Vegetarier sind, dann ist es leider Gottes meistens unterversorgt. Ja, da muss man also wirklich auf Supplemente eingehen. Aber ich wollte Ihnen hier nur mal kurz zeigen, viel grünes Gemüse zum Beispiel hat viel Vitamin B2, was wiederum wichtig ist für die Schleimhautgesundheit. Also oftmals hat man ja auch gerne solche Mundwinkelhagaden. Das muss ja nicht unbedingt nur Eisenmangel sein, das kann eben auch B2-Mangel sein. Aber auch zum Beispiel die angesprochene Bindehautentzündung.
während wir zum Beispiel für das Immunsystem an sich B6 brauchen. Auch das finden Sie viel in frischen Gemüse, aber auch in Walnüssen, die jetzt auch schön getrocknet vorliegen. Die sind eben wichtig. Also das B6 ist wichtig für die Immunabwehr. Und meistens kommt ja mit einem Infekt auch die Müdigkeit einher. Also es wirkt auch hier dagegen. Das Vitamin A, habe ich gesagt, ist wichtig in Kombination mit Vitamin D. Das finden Sie schön in getrockneten Aprikosen zum Beispiel, aber eben auch an allem, was sehr bunt ist. Ob das jetzt bunte Karotten sind, da gibt es ja mittlerweile rote, grüne, gelbe oder orangene, aber eben auch im Eigelb. Dann im frischen Spinat, nicht im abgekochten. Das ist auch wiederum wichtig hier für andere Mangelerscheinungen, aber eben auch wichtig fürs Immunsystem. Und Antioxidantien an sich, wie ich schon gesagt habe, Vitamin E, finden Sie eben alles, was ölig ist oder sagen wir mal fett ist, also zum Beispiel in Nüssen, zum Beispiel in Walnussöl oder im Hanföl. Da haben Sie auch die guten Omega-3-Fette drin, die ich erwähnt habe, wie wichtig das Mikrobiom wiederum sind. Ja, aber Sie können eben auch direkt frei, zu viel freie Radikale schon abfangen, ja, durch das Vitamin E. Und wenn wir das jetzt mal noch mal ein bisschen ausweiten, also was kann ich neben der Ernährung, neben der Supplementierung durch Vitamine, Mineralien, Spurenelemente noch tun? Als habe ich gesagt, ist ganz wichtig, den Darm gesund zu erhalten. Und das bekommen Sie durch eben gesunde Ernährung. Und die können Sie auch noch zusätzlich befördern, indem Sie zum Beispiel viel Verborgenes zu sich nehmen, sofern Sie es natürlich vertragen. Oder zumindest mal einschleichen, wenn Sie es nicht eh schon essen. Vergorenes heißt frisches Sauerkraut vom Markt zum Beispiel. Da sind viel Milchsäurebakterien drin, die sind super für unseren Darm. Aber auch Kimchi oder Sie machen Ihren eigenen Kombucha-Tee oder Sie machen Ihren eigenen Kefir zum Beispiel, den Sie täglich zu sich nehmen. Dann wunderbar präbiotisches Nahrungsmittel ist zum Beispiel der Topinambur, gibt es jetzt auf dem Markt oder auch alles, was zum Lauch gehört, zu den Zwiebeln gehört, Knoblauch. Schwarzwurzeln zum Beispiel sind ein wunderbares Präbiotikum für unsere Mikrobiota. Aber eben auch alles Gemüse, ja, viel, sagen wir jetzt mal, ballaststoffreiches Gemüse. Nüsse sind auch ballaststoffreich und da haben sie auch schon das Vitamin E mit drin und das Vitamin B. Dann viel trinken, habe ich gesagt. Ja, Sie können zum Beispiel auch Zistrosentee sich machen, der auch sehr antibakteriell, immunfördernd wirkt. Oder Sie nehmen Ingwer. Da müssen Sie darauf achten, dass Sie den Ingwer bitte nicht schälen, sondern Sie lassen ihn mit der Schale und das ja natürlich alles nur mit Bio verwenden. Und am besten, Sie reiben den mit einer Ingwerreibe auf und auch nicht so stark erhitzen, sondern ruhig mal ein bisschen auf den Mund zergehen lassen, wenn Sie schon Halskratzen haben, das wirkt sofort. Dann habe ich gesagt, Stress ist schlecht fürs Mikrobiom. Mikrobiom ist Hauptimmunort, das heißt, schauen Sie, dass Sie den Stress regeln, beziehungsweise vielleicht auch Meditationen und Yoga und sowas machen, damit Sie auch hier Balance im seelischen Bereich finden können. Ein anderer wichtiger Faktor ist natürlich die Sonne fürs Immunsystem, natürlich zur Bildung von Vitamin D3 und das kann man zum Beispiel auch durch eine Tageslichtlampe, die ich zum Beispiel jetzt gerade auch anhabe, ja, dass man sich so 20, 30 Minuten 10 mm Entfernung zu dieser Lampe mal morgens anschaut, also diese Lampe anschaut, damit Sie da tatsächlich auch die Epiphyse anregen können und entsprechend sich dadurch auch fitter fühlen, definitiv wacher fühlen, energetischer fühlen, um dann zum Beispiel täglich draußen im Wald spazieren zu gehen. Kalte Dusche morgens am besten oder auch Wechselduschen sind super. Fördern, nicht nur durch die Durchblutung. Durchblutung ist wiederum wichtig auch für die Lunge und die Schleimhäute.
sondern es wirkt sich auch positiv auf oxidativen Stress aus, auf die Mitochondrien. Die werden nämlich gefördert durch Kaltduschen, aber auch Kaltbäder kann man machen, wenn man sich da akklimatisiert hat. Das muss man aber langsam starten. Dann ist es wichtig, dass wir uns die Muskeln bewegen, also die Muskeln trainieren. Die Muskeln bilden nämlich Myokine und die wiederum fördern auch unser Immunsystem. Man muss wissen, dass die Muskeln tatsächlich endokrine Drüsen sind. Ja? Die stellen Hormone her, die auch hier wieder wichtig für unsere Immunabwehr sind. Und natürlich mindestens 10.000 schnelle Schritte am Tag. Und wie gesagt, jetzt, wenn es zu kalt ist, eben auch, wenn man zum Beispiel mal joggt, dass man moderat joggt und immer so einen Mundschutz vor die Nase nimmt, dass die Luft erstmal aufgewärmt wird, bevor sie in die Lunge kommt. So, jetzt hoffe ich, ich habe Ihnen einen kleinen Überblick über ein paar wichtige Punkte, die Sie selber unternehmen können, um das Immunsystem zu fördern, geben können. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würde ich mich freuen, dass Sie die einfach in den Chat stellen. Und ansonsten ganz herzlichen Dank für das Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich auf jeden Fall jetzt schon mal alles Gute fürs neue Jahr und bis dahin auch ein schönes Weihnachtsfest. So, jetzt warte ich mal drauf, ob wir vielleicht noch Fragen haben. So, also ich glaube, so wie es ausschaut, gibt es keine Fragen. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit und munter und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Alles Gute. Tschüss.